Schön paralysieren, immer draufhalten hier. Wird schon. Au. Au. Wenn ich was kann, dann versagen. Aber davon jede Menge. Ich kann hier auch nicht einfach nur das Schild hier zerdeppern. Nee, da trifft mich dann die Lanze, trifft mich dies, trifft mich das, trifft mich jenes. Nee, also so wird das nichts. Aber es hat gut die Raketen hier einigermaßen abgewehrt. Nein, jetzt ist er schon weg, okay. Jetzt ist nämlich gerade Team Z hier, Team Blast, fertig geworden. Aber kannst du knicken. Ist wie Esspapier, kannst du auch knicken. Aber Esspapier gibt es, glaube ich, kaum noch. Man muss echt versuchen, wenn du mal Esspapier finden willst. Schmeckt auch scheiße. Ja, in der Luft einfach mal. Da hast du keine Chance, da irgendwie noch zu agieren. Naja. Kriegen das irgendwie gebacken. So, nur noch geradeaus durch hier. Und auf das Beste hoffen. Level up! So, mal sehen, kann ich ihn jetzt hier auch mal treffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das macht ihn nix. Gar nichts. Würde mich auch stark wundern, wenn es was tun würde. Mal sehen, was haben wir denn hier in den Kanonen drin? Aber 20 Ringe. Hey, Z-Kraft ist bereit. Müssen wir nur noch hinkommen. Ja, und 300.000 Mal die Ringe verlieren. So, take it easy. So, jetzt habe ich hier Unverwundbarkeit. Jetzt kann ich einfach mal draufbolzen. Bis das Schild hier weg ist. Oder bis er weggeht. Einfach mal durch und durchfliegen. Wird schon. Ja, ja. So, und hier nochmal durch. Dann gucken wir mal hier. Schon auch ein paar Ringe, damit wir Team Blast zusammenkriegen. So, und drauf da. Immer das Schild hier, das nervt. Nervt echt. Ein Schild kaputt ist, ist schon mal die halbe Miete hier. Jetzt habe ich hier keine Anzeige mehr vom Schild. Warum auch immer. So. Muss ich jetzt warten, bis er hier sein Dingens hat. Bis er hier zu Ende gecastet hat, seine 300.000 Spells da, damit ich da rüber konnte. Da muss ich jetzt auch wieder warten. So ein bisschen. Und aufpassen, dass er mir nicht gleich hier per Charge da entgegenkommt. Ist ja immer so eine Sache, ne? Au. Hey, Ringe, hey! Hier bestimmt auch nochmal. Hey, Ringe, hey! So. Au. Au. So, und drauf da.
Und jetzt nur noch draufbolzen. Einfach nur noch draufbolzen. Irgendwann hat es schon tot. Weil das Schild ist jetzt weg. Jetzt geht das. Geht doch. Warum auch immer wir jetzt noch 300.000 Schaden gekriegt haben. Wahrscheinlich von den Explosionsdingern, was nicht sein sollte. Aber naja. Der zerschmilzt. Froggy! Hey! Isn't that Mr. Sonic over there? Ah, Sonic! Sonic! Ja, und das war jetzt ein schneller Durchgang durch Team Rose. Und ja, beim nächsten Mal kümmern wir uns auf jeden Fall nochmal darum, dass wir irgendwie Team Dark zum Sieg verhelfen. Ich werde, glaube ich, ein bisschen offscreen jetzt hier vorspulen, das Level, sodass wir nur noch den letzten Abschnitt mitkriegen oder sowas. Ich weiß auch nicht, mal gucken, eventuell. Schauen wir mal, ne? Also dann, wir sehen uns dann gleich oder in der nächsten Folge, je nachdem, wie ich schneiden werde. Bis denn! So, willkommen zurück zu Sonic Heroes. Wir sind hier quasi kurz vorm Ende des Levels. Ich habe hier bis hier mal vorgespielt. Jetzt, nachdem wir Team Rose abgeschlossen haben, dachte ich mir so, ja gut, geben wir Team Dark nochmal eine Chance. In der Hoffnung, dass wir es jetzt hinkriegen. Wir haben jetzt 4 Leben noch im Petto. Und hoffen wir mal, dass es jetzt auch so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Mal gucken. Ne, ich habe mir auch Zeit gelassen. Bin ja sehr gemütlich durch die ganze Gegend gelatscht. Deswegen sind wir jetzt schon 11 Minuten eigentlich im Level mit dabei. Ach du Scheiße. War voll die scheiße Idee. So. Wenn man halt so die Idee hat, hey Mensch, lass doch mal nach links auf das Ding ins gehen und dann ist es voll die verkehrte Idee. Ah, naja, was willst du machen? Ist halt manchmal so. Oh Gott, oh Gott. Und weiter, 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 weiter. Schneller, 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 schneller. Nicht von dem Laser erwischen lassen. Oh, und sehr schön. Wir haben das Level endlich geschafft. Hey! Juhu! Das wurde aber auch sowas von verdammt nochmal Zeit. Mir ist scheißegal, dass wir jetzt einen Rang E haben, aber naja. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wann bin ich gestorben auf dem Weg? Ich weiß es nicht mehr. Zu lange her. 11 Minuten. Deswegen keine Ahnung. Hey, den Boss hatten wir erst vor kurzem, aber hey, lass uns den jetzt nochmal machen mit dem anderen Team, damit wir das auch durchhaben. Yay. Au. Gut, hoffen wir, dass wir das jetzt einigermaßen auch halbwegs souverän über die Bühne kriegen. Ähnlich wie mit Team Rose. Das wäre eigentlich ganz gut. Ob das auch so klappt, ist so eine andere Geschichte. Aber wäre ja ganz gut. So. Warte mal, was haben wir denn hier? Haben wir 5 Ringe. Versuche halt jetzt hier auch wieder das Team Blast irgendwie auf Vordermann zu kriegen. Damit wir dann Chaos Control verwenden können und ähnliches. Weil alles andere
ist hier dann doch eher ein sinnfreies Unterfangen, habe ich so das Gefühl. Wow. Ach, da kommen ja auch noch die Deppen an. Ja, das ist ja toll. Um den Schwierigkeitsgrad auch ja zu erhöhen und sowas. Ja. So. So, wir hätten jetzt Team Blast bereit und drauf da. Mal gucken, ob das jetzt hinhaut. So, dann machen wir den hier einfach mal. Einfach immer draufbolzen. Ob das was bringt, ist so eine andere Geschichte. Oh, doch, es hat was gebracht. Wow. Wow, wow, wow. Da hätte ich fast mein Leben verloren. Aber es geht noch. Einigermaßen. So, ja, fliegt mir einfach entgegen. Kein Problem. Take this hier, take this da. Was soll ich noch alles nehmen? Sieht so aus, als wäre ich ein Lagerhaus oder was ist da los? Da 300.000 Explosionen später. Oh, komm. Team Blast ist auch schon wieder fast bereit. Das ist sehr gut. Kann jetzt hier hingehen. Und sagen. Finish him so ein bisschen. Das ist doch vom Prinzip her nicht so verkehrt. Muss ich halt nur noch zusehen, wie ich jetzt hier einigermaßen das da von ihm da alles weghauen. Mal gucken. Sehen, ob ich damit überhaupt irgendwie was treffe von ihm. Bin mir sehr unschlüssig. Na, immerhin das Schild so ein bisschen. Ja. Also der letzte Chaos-Control war eine ganze Ecke besser. Das kann aber nicht immer super sein, ne? Besonders mit den Kanonen hier links und rechts und überall. Ja, dann zaubern wir die Kanonen, dass wir jetzt hier ein bisschen zukünftiges Chaos-Control bekommen oder sowas. Au. Ist ja gut. Ja, ist gut, Kollege. Ja. Ja. Immer schön auf irgendwas draufhalten. Wow, 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 wow. Okay. Nur da hinten hinkommen. Irgendwie so eine Kugel einsacken. Chaos Control zurechtkriegen. Warten, bis er irgendwas macht. Und dann mal gucken. So, warte. Wenn er jetzt hier sein anderen Move macht, dann könnte er seine Brust freilegen, sozusagen. So ungefähr. Und dann können wir da einfach drauf bolzen. Das ist so meine Überlegung, die ich halt hatte. Und es hat funktioniert. Sehr schön. Auch wenn sein Schild noch 2 Lebenspunkte hat, aber ist mir egal. Wir haben es geschafft. Verdammt nochmal. Mission completed. Endlich. Auch noch Rang B gekriegt. Ich fand mich super. Eggman Target completely destroyed. Now let's find that secret treasure. Shadow in Massen. Alle in solchen Kapseln. Prepare to destroy the immediate area. Hey Omega, did I ever tell you that Shadow is a robot and... Oh, never mind. Good luck. You know about cloning.
The original must exist somewhere. Das heißt, Shadow ist nicht tot. Ist er vielleicht das Original? Man weiß es nicht. So, das war es jetzt zum Glück auch mit Team Dark. Jetzt haben wir nur noch ein Team vor uns, mit dem wir dann irgendwie die Weltschaft an mich reißen müssen. Schauen wir mal. Ja? Gut. Mache ich hier wieder einen kleinen Cut. Wir sehen uns in dem Titelbildschirm zu den Teamauswahlen. Bis denn!